Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einem weiteren Let's Play Limbo. Fraps hat es geschafft aufzunehmen und deswegen sitze ich hier immer noch und werde trotz Frustration in der Vergangenheit erstmal weiter zocken. Mal gucken, wie weit. Und ob ich das meistere. Natürlich meistere ich das mit Klacks. Ja. Aber dafür kommt ja jetzt meine Lieblingswippe. Denn wir kommen nicht ganz normal zurück, sondern müssen wippen. Das heißt 10.000 Mal hin und her. Was gibt's sonst so? Ich werde erstmal hier mein Leben wippen. Ich werde dann erst dieses Teil hier mal ziehen. Und springen. Lauf! 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 Kleiner Tanz zwischendurch. Und hier, diese tollen Sachen hier. Lass mal zeigen, was wir machen können. Hoch und runter. Wahnsinnig schnell auch. Also die Technik von heute ist echt... Ja... Und recht krass. Und hier, um zu zeigen, was ich jetzt als nächstes machen werden muss, ja, es ist halt eine Wippe und die, sonst kriegen wir diesen Dingens da nicht drüber, deswegen nehmen wir hier einfach, schlau wie wir sind, den Balken, klemmen den da ein und jetzt kann die Wippe nicht mehr hoch. Und wir können hier einfach mal... Ja, lassen wir da mal stehen und... Was ist denn das? Ein Schalter? Legen wir ihn um. Oh, eine Kiste. Ja. Normalerweise würden wir da nicht ranspringen können. Deswegen brauchen wir hier die schicke Kiste. Und wir wollen ja nach oben. Also... Schnell umlegen den Schalter und anspringen. So gut können. Springen wir hier einfach mal. So. Hier ist es jetzt wieder mit Zeit. 1, 2, 3, 4. Zack. Vorhin habe ich mich da so ewiglich. Konnte ich das nicht. Und jetzt zack. Wow, sind wir gut. Ja. So. Was haben wir denn hier? Ach hier. Oh, hab das gerade gesehen. Was war das? Dieses Fieder. Gerade rechts unten in diesem Schacht. Wenn ihr es nicht gesehen habt, nicht so schlimm. Da ist es. Und natürlich wieder megamäßig fett. Und wir dürfen es nicht. Und da. Jaha. Sind ganz schöne Insektenquäler. Da. Zack. Bein ab. Immer diese gewalttätige Jugend von heute, ey. Und hier gleich zum nächsten Rätsel. Man sieht ja, wenn wir da von diesem Schalter runtergehen,
geht sofort die Schleuse runter und wir kommen nicht durch. Und was unser Ziel ist, wir müssen diese Kiste hier so durchbekommen. Weil hier kriegen wir sie nicht lang. Das ist das. Fester Block, da kann ich nicht mal String drücken, ohne dass der. Weil hier kommt ja sonst mal. Aha, aha. Sowas Geiles. Und deswegen werden wir jetzt erstmal. Zack, zack, zack. Ein kleines Spielchen spielen. Und zwar müssen wir ja irgendwas unten auf diese. Auf diesen Hebeltaste da unten rauflegen, damit das. Bevor ich das vergesse, ja. Das muss natürlich hier. Müssen wir natürlich irgendwas drauf machen. Und hier gibt es so eine geile Maschine. Da kriegt man sowas her. Genau, ein Reifen. Für, keine Ahnung, irgendwie eine nicht gerade ebenerdige. Oh, fuck. Verdammte Hacke, das wollte ich nicht. Für eine nicht ebenerdige Taste brauchen wir einen runden Gegenstand. Das ist vollkommen normal. So, jetzt aber String gedrückt halten. Nicht, dass ich hier irgendwie. Zip. Und hier weiter. Und jetzt geht der. Habt ihr gehört, ja? Ist unten angekommen. Megajob. Ja, brauchen wir das, um da unten raufzulegen. Man sieht es ja schon. Das wird eine leichte Aufgabe. So, einfach raufpacken. Und, oh Gott, meine Fresse, ist das schwer. Oh, wie habe ich das gemacht? Und warum ist Timmy jetzt gestorben? Das sind wieder so eine Sachen, das muss ich mir nachher nochmal angucken, warum der kleine Timmy da gestorben ist. So, damit er nicht so lange zum Schieben braucht. Nochmal nach anschieben. Damit ich da gleich durchrennen kann. Ja, aber warum bin ich da gerade gestorben? Ich bin auch vorhin nicht so gut über den Reifen rübergekommen. Gleich ist er schon wieder da, der Reifen. Müssen wir uns beeilen. Wow. Geschafft. Jetzt können wir die Kiste nehmen. Einfach mal wegschieben. Hier so drauf, so. Hm. Ja, wofür ist denn dieser Hebel hier? Oh! Mensch, das wollte ich aber nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nur mit meiner Kiste hier so. Ja, nehme ich halt die noch mit, ja. Also, ja, was soll der Geiz? Wir haben es doch. Wir können uns diese Kisten leisten. Jetzt schieben wir wie Hulk einfach mal hier so richtig hammergeil. Müssen da die Taste drücken, um dann. Hui! Weil der Ingenieur natürlich hier nur für Erwachsene gebaut hat und kleine Kinder natürlich 10-mal kleiner sind als sonst sowas und da nicht hochkommen, ja. So, und jetzt
müssen wir hier noch schwingen, damit wir dann nachher, wenn das Teil wieder losfährt, das Teil noch überhaupt erwischen, ja. Ah, das ist Kacke gewesen von mir. Es tut mir leid. Nochmal, also wir müssen gleich los. Hetzen. Los, Little Timmy. Wow. Und über diesen gefährlichen Starkstrom irgendwas Platten. Über und jetzt schieben wir einfach mal dieses kleine Rad. Oh Gott, was habe ich getan? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Mir wird ganz schlecht. Hilfe. Nein, Quatsch. Natürlich haben wir gerade mit diesem kleinen Zahnrad dafür gesorgt, dass unsere ganze Welt hier sich dreht. Ja, nehmen wir mal den Zahnrad-Express. Etage höher so. Jetzt sieht man ja hier schon. Ich habe eine neue Aufgabe und klack, da ist unsere Welt wieder stehen geblieben. Wenn wir das aufmachen, geht das da drüben auf und ganz langsam wieder zu. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie den schnellsten Weg darüber suchen. Der geht natürlich nur mit ist nicht zu verschieben, weil nämlich hier der geile Magnet an ist. Das Geräusch dazu finde ich auch cool. Schieben wir einfach mal dahin. Und die geil, die Lampe da oben ist auch zu geil. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Nein, das ist zu weit weg. Das heißt, wir müssen die noch ein bisschen weiter hochschieben. Noch mal ein bisschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, da kommen wir ran und hier kommen wir auch ran. Okay, dann probieren wir es gleich beim ersten Mal zu schaffen. Und es sieht gut aus. Natürlich. Ich male davor, brauchte ich ein bisschen. Genauso wie hier, da habe ich die ganze Zeit nur Feder gemacht. Aber jetzt habe ich es ja extra für euch geübt. So, dass ich da anschwingen muss. Jo. Jetzt hängen wir mal eine Weile ab, so. Guck mal, wann ich die nächste Break mache. Den nächsten Cut. Oh, da ist der Kasten aber ganz schön knapp an dem Zahnrad vorbei. Und zack! Und da ist unsere Welt wieder stehen geblieben. Also es gibt immer so eine Klackgeräusche, wenn die stehen bleibt. Aber wir haben ja noch nicht genug, deswegen drehen wir mal fleißig weiter. Also ihr habt ja gesehen, hier vorne ist der Stein, der wird gleich rausfallen. Das heißt, wir müssen auch irgendwo wegrennen vor diesem Stein. Vor diesem bösen Stein. Ich glaube, das reicht noch nicht. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Zack. Und da... Naja, hier ist er gerade wieder stecken geblieben, aber das Geräusch... Oh, ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ist das nicht schön? Ein Schmetterling. Ein Schmetterling.